Zusammen, meine Freunde, heute mit ganz besonderen Themen. Das gerade war Travis Barker von Blink-182, ja, die auch I wanna fuck a dog in the ass. He wants to fuck a dog in the ass. I wanna fuck a dog in his ass. He wants to fuck a fucking pirate in the ass. Ja, das ist super. Eigentlich wollte ich das als Lied am Aufmacher haben, aber ich hab's vergessen. Sollen wir es nochmal suchen? Nee. Ja, machen wir. Ja, komm, wir suchen mal. Blink und Pirate. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ah. Aber mit einem Homemade-Video. Super. I wanna fuck a dog in the ass. He wants to fuck a dog in the ass. I wanna fuck a dog. Ja, wie dem auch sei. Ja, von Hundeliebhabern zurück zum wichtigen Thema, oder? Weil heute haben wir ganz besondere Themen, Tom. Wusstest du das? Hast du dir das gedacht, als wir hier angefangen haben? Nee, überhaupt nicht. Das überrascht mich. Wir haben heute hier, Ausgabe ist schon länger im Handel, gibt aber Gothic 3 dabei. Ohne Brei. Ja, aber Brink ist auch am Start. Frage mich, bringt das was, das Spiel? Ja, oder wird's Durchschnitt? Ja, Dead Space 2 wird auf jeden Fall gut. Medal of Honor auch. Das ist eigentlich eine EA-Ausgabe, oder? Nein, Brink kommt auch von Bethesda. Ja, aber Medal of Honor, Dead Space. Ja. Naja, und hier Modern Warfare, so schaffen sie alles Backups-Missionen. Ja? Genau zum richtigen Zeitpunkt, möchte ich sagen, kommt dieser Artikel. Wie dem auch sei, wir haben hier heute, ja, richtiger Zeitpunkt, weißt du warum? Wir wollten ja jetzt Modern Warfare spielen. Ja. Du und ich. Und dann habe ich mein Modern Warfare nicht gefunden. Gibt's das? Gibt's das? Wo ist mein Modern Warfare, frage ich. Ja, auf jeden Fall. Hat User des Tages, saudumm, ja, hat eine Ode geschrieben an einen toten Vogel, der gegen sein Fenster flog. Und zwar, deine Flügel flatterten durch den Wind. Du warst noch jung und hattest kein Kind. Das Fliegen, du erst hast gelernt. Dein Name war mit Sicherheit nicht Bernd. Ja, das ist die erste Zeile von dieser Gedichte. War das eben beim ersten Mal aufnehmen von Leadtime nicht noch Block des Tages? Manche, Block des Tages. Beim ersten Mal aufnehmen von Leadtime, vielleicht sollten wir das erklären. Ja. Wir haben es nämlich gerade schon mal versucht aufzunehmen und dann war die Kamera voll. Ja, haben wir natürlich vorher nicht geguckt. Jetzt haben wir quasi eine Stunde zum Aufnehmen von Leadtime. Hast du eine Stunde Zeit, Tom? Nee, leider nicht. Leider nicht. Ja. Dann hat Shorty bei MySpace eine Gruppe gegründet für Leadtime-Fans. Ja? Muss jeder rein, der Leadtime-Fan ist, so wie ich. Ja? Ist schon eine Person drin. Im Gegensatz zum Facebook, wo 126 Personen drin sind. Und da bedanke ich mich jetzt bei jedem Einzelnen. Kleinen Moment. Oh nein, ich muss angemeldet sein. Leider habe ich keinen Facebook-Account, um mich anzumelden. Ja. Aber ich bedanke mich bei den 6, die man sieht. Ich bedanke mich bei Stefan, bei Jonathan, bei Marco, bei Bastian, bei Lars und bei Rüdiger. So, dann hier Battlefield Bad Company momentan für 15 Euro zu haben. Und die Blu-ray von Tomb Raider 1 und 2 für 12,89. Hättest du das gedacht, Tom? Hättest du das gedacht? Hättest du nicht gedacht. So, wie dem auch sei, User des Tages ist Devil Duck. Weißt du warum, Tom? Nee, weißt du nicht? Nein, du weißt es nämlich auch nicht. Ich weiß es auch nicht, aber... Woher weiß ich das? Das ja, weiß nicht, was. Ich weiß auch nicht, warum... Oh, guck mal, meine Punkte. Ich habe 30.666 Punkte, Tom. Guck mal hier, ja. Wir haben Werbung von Chrome, von Google. Ist natürlich komisch, dass wir jetzt mit Firefox surfen, oder? Ich habe Chrome mal runtergeladen. Ich fand ihn eigentlich ganz angenehm. Dann hier, die Turtles mit Pizzadiebstahl. Kennst du das Video? Mhm. Willst du es sehen? Ja. Ja, dann guck später mal in den Artikel, da ist es verlinkt. Werde ich tun. Dann, meine Freunde, jetzt kommen wir zu den wirklich interessanten Themen. Ja? Call of Duty. Mein Call of Duty ist weg. Und das kotzt mich ordentlich an. Weil ich wollte nämlich mit dem Tom spielen, Call of Duty. Ne, Tom? Ja. Wollten wir einen gemütlichen Samstagabend haben. Ja. Hat nicht geklappt. Weil irgendjemand hat mein Call of Duty geklaut. Und wenn ich diese Person erwische, ja? Ratzefutz, sag ich mal. Ja? Kopf ab. Schnipp, schnapp, Schniedel ab. Ja? Da gibt es bei TV Total diesen lustigen Nippel mit der Oma. Was sagt er? Die sagt, glaube ich, Kopf ab. Kopf ab? Ja. Ja. Und dann, Battlefield Bad Company 2. Beta startet jetzt demnächst. Morgen, glaube ich. Ja, morgen. Freue ich mich schon drauf. Du dich auch, Tom, oder? Ja. Ja. Heute bist du nicht so gesprächig, Tom, oder? So, ja. Nein, ja, nein. Tom, magst du mit mir schlafen? Ja, nein, ja, ja. Du stellst also Ja-Nein-Fragen. Ja, auf was freust du dich denn besonders, Tom? Ja.
Battlefield Bad Communitor. Ah ja, okay. Die Beta. Dann sei das mal geklärt. Gestern habe ich Army of Two 2 gespielt. Fantastisches Spiel übrigens. Das ist so männlich, Tom. Das würdest du, glaube ich, gar nicht aushalten. Doch. Meinst du? Ja. Fick dich. Ohne Scheiß. Okay. Louis aus Left 4 Dead haben wir gefunden. Und zwar zweimal. Louis und Louis' Bruder. Die arbeiten bei der gleichen Firma wahrscheinlich. Ja. Und da haben die, hat die Zombie-Kalypse es wohl nicht geschafft. Hier, er hat eine blaue Krawatte und er hat eine... Eine rote. Graue. Da ist ein Blutfleck drauf. Ja, aber ist ja egal, welche Farbe es ist. Er ist auf jeden Fall tot, beide. Louis und Louis 2, ja. Nick Pilz! Ja, da haben die Pilze auch nicht mehr gefunden. Dann haben wir hier... Oh, die ist aber süß. Alter, ohne Scheiß. Ich guck sie dir... Wir gucken uns die jetzt noch zusammen an. Die ist halt richtig hardcore. Die ist okay, ja. Ist das nicht Nadel? Scheiß auf die. Aber die ist halt... Die ist nice. Weißt du Bescheid, oder? Also da würden mich auch die Ohren nicht stören. Muss ich ganz ehrlich sein. Die ist echt süß, ne? Ja. Ob die mich kennenlernen will? Wenn du das siehst, Spockiani, ja? Ja. Tom, wie lange haben wir noch? 3 Minuten 30. Noch 3 Minuten 30. Vielleicht sollten wir noch mal über das Heft reden, Tom. Ich lese mal vor, wie man die Spec-Ops-Mission schafft. Oh oh. Nudity. Die Spec-Ops-Mission. Weil ein, zwei Spec-Ops-Missionen fehlen mir noch. Und da habe ich mir das Heft geholt. Ja? Und danach habe ich sie dann geschafft. Also im Gedanken, weil mein Spiel ja fehlt. Schwierigkeitsgrad Bravo. Überwacher Overwatch. Auf der Schwierigkeitsstufe Veteran zählt diese Mission zum härtesten, was Spec Ops zu bieten hat. Modern Warfare-Kenner merken sofort, dass diese Umgebung zur Kampagne des Vorgängers gehört. Doch sie spielt sich anders. Da im mächtigen Kampfflieger AC-130 der menschliche Mitstreiterplatz findet. Achso, ja. Zwei Spieler sind übrigens Pflicht, sonst lässt sich dieser Einsatz nicht starten. Krass, oder? Da weiß ich jetzt schon. Aha. So ist das also mit diesen Spec Ops-Missionen. Dass da zwei Leute mitspielen müssen? Ja. Und dass der eine oben im Himmel ist und der andere oben unten am Boden. Tom, wusstest du das? Hättest du das gedacht? Jetzt ja. Ja, ich trinke noch mal was. Die Leute fanden es übrigens gut, wie ich die deutsche Nationalhymne gegoogelt habe. Was googeln wir jetzt? Also du? Gar nichts, mein Mund war nur trocken. Also. Ja, von viele Scheiß erzählen. Ich frage mich, ob wir den Grimme Online Award überhaupt noch bekommen können. Ja, ob das zu Kultur und Unterhaltung gilt. Also ob das als Kultur und Unterhaltung gilt. Oder ob das schon niveaulose Scheiße ist. Am untersten Rand der Evolution. Was sagst du, Tom? Nö. Nö, ne? Nö. Mein Gott, ich war mal auf der Kunstausstellung in Frankfurt. Ja. Es gibt Leute, die malen 3 rote Punkte auf eine große weiße Leinwand und verkaufen das für 50.000 Euro. Da kannst du auch mit Scheiße erzählen den Grimme Award gewinnen. Da habe ich jetzt einen Fürredner. Danke, liebes Grimme, Grimme Jury. Ja. Ja, wie lange haben wir noch? 1 Minute 30 Sekunden. 1 Minute und 30 Sekunden, das ist ja schon ganz schön lang. Ja. Ja. Du musst dir noch was überlegen. 90, das sind quasi 90 Sekunden, Tom. Ja, quasi. Wusstest du das? Ja. Hast du dir das gedacht, Tom? Ja, wir haben eigentlich keine Themen mehr, oder? Ja, doch. Wir haben noch keinen. Doch, haben wir schon. Wir haben alles schon gekürt. Wir waren ja heute ein bisschen schnell. Tom, ich wurde letztens darauf angesprochen, ja, wer den Online-Gott erschaffen hat. Und soll ich dir was sagen, Tom? Ja, bitte. Das verrate ich dir in der nächsten Lead-Time, wer den Online-Gott erschaffen hat. Das ist eine gute Idee. Ja. Du brauchst es mir gar nicht verraten, ich weiß es schon. Du weißt es ja schon, aber ich verrate dir in der nächsten Lead-Time, wer den Online-Gott erschaffen hat. Und euch, meinen Freunden da draußen, ja, euch verrate ich es auch erst in der nächsten Lead-Time. Das wäre dann quasi morgen. Ja. Quasi. Welche Nummer sind wir überhaupt? Das ist jetzt Nummer 34. 34 schon. Ja. Wie lange haben wir noch? 40 Sekunden. 40? Ja, jetzt 35. Alter, die Zeit vergeht ja echt langsam, oder? Ja. Heute. Ja. Ja. Wir haben gleich noch Chat-Schulung. Ihr habt Chat-Schulung? Ja, Chat-Schulung. Ja. Ich chatte mit meinen Leuten nicht. Die sind mir zu bescheuert. Die sind nicht mein Niveau. Ja, ja. Freunde. Ich habe mir die dümmsten Freunde ausgesucht, die man als Mensch finden kann. Wie lange haben wir noch? 10 Sekunden. 10 Sekunden, meine Freunde. Für euch ein Jahr, für mich nur 10 Sekunden. Ja, langsam kannst du Tschüss sagen und dann mache ich wieder Ending-Fail. Und dann okay, machen wir das so, ja? Ich tue mir so Tschüss! Ending-Fail! Ending-Fail, was denn? Ihr Spackos. Tschüss!